Ja, ganz lieben Dank, meine Damen und Herren. Das ist ein großes Vergnügen, hier sein zu dürfen. Diese Burg Ranis hat ja einen legendären Ruf schon als Literaturveranstaltung. Der ist auch zu mir schon nach Köln gedrungen. Ingo Schulze hat hier sehr davon geschwärmt. Ich habe gerade Ulf Stolterfoht noch erleben dürfen, den ich für die Crème, zur Crème de la Crème der deutschen Lyrik erzählen kann.